guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mich freut es ganz besonders, dass ich heute einen oder den international wohl erfolgreichsten Künstler Österreichs zu Gast habe, aber gleichzeitig auch einen Freund zu Gast habe. Ich kenne Erwin Wurm seit Mitte der 80er Jahre, als ich in der Galerie Grinzinger hospitierte und Erwin dort seine Werke gezeigt hat. Und seit damals verfolge ich mit großer Bewunderung seine Karriere zum Kunstweltstar, kann man eigentlich sagen. Er ist in den ganz tollen Galerien vertreten, international wichtigen Galerien vertreten. Er ist in wichtigen Sammlungen, in wichtigen internationalen Museen präsent und wird auch von Kunstmagazinen immer wieder unter die wichtigsten Künstler der Welt gereiht. Und das ist, glaube ich, auch der Preis dafür, dass er sich, wenn man so will, sein künstlerisches Leben lang mit hoher Konsequenz der Bearbeitung, der Durchdringung von Skulptur gewidmet hat. Was kann Skulptur? Was ist das Potenzial? Was sind die Möglichkeiten von Skulptur? Das war sein Thema. Die Abarbeitung, eigentlich auch am Begriff von Skulptur, in einem sehr vielschichtigen Werk, in dem er unterschiedlichste Medien verwendet hat, von der klassischen Skulptur über das Objekt, über die Fotografie, über Video bis hin zum Buch. Mich hat fasziniert, wie hier ein Künstler sich immer wieder neu erfindet und sich dennoch mit seinem Grundanliegen treu bleibt. Werke von ihm wurden ja schon aufgezählt. Eigentlich kann man von den Staubskulpturen über die One-Minute Sculptures, Fat Car, Thin House, alles Werke, die Menschen anziehen, die Menschen neugierig machen und die Menschen herausfordern. Erwin Wurm hat auch gezeigt, dass Skulptur eine zeitliche Dimension hat. Er hat gezeigt, dass Kultur in verschiedenen Medien existieren kann. Er hat gezeigt, dass Kunst in Kollaboration zwischen Künstler und Publikum, wie Sie vorgesehen haben, entstehen kann. Letztlich, dass Kunst und Alltag kein Gegensatz sind, Kunst oder Hoch- und Populärkultur kein Gegensatz sind und das immer mit einem gehörigen Maß an Humor. Und damit hat er nicht nur Lacher ausgelöst, er hat auch provoziert und er ist in den letzten Jahren auch immer wieder aufgefallen mit Kritik an der Kulturpolitik, an der Politik im Besonderen. Erwin Wurm ist, und das ist eine der Auszeichnungen, die ich vielleicht als wichtigste achte, er ist Mitglied des österreichischen Kunstsenats, das auf Lebenszeit. Das ist die höchste Ehre, die einem österreichischen Künstler zuteil werden kann. Und ich darf Erwin auch von meiner Seite nochmals herzlich begrüßen und auf die Bühne bitten. So, grüßen wir uns nochmal. So, gut. Darf man sitzen? Ja. Wir sind natürlich, nachdem wir uns so viele Jahre kennen und befreundet sind, sind wir per Du. Also stören Sie sich hoffentlich nicht. Ich werde diese Praxis nicht heute Abend ändern. So, Erwin, wie war die Biennale für dich? Schrecklich. Zufrieden? Schrecklich. Das ist das schlimmste Erlebnis in meinem Kunstereignis in meinem Leben. Hast du das so erwartet? Das klingt jetzt so kokettierend, aber es war wirklich, grauenhaft. Obwohl für die meisten ist es ja so die Erfüllung eines Traums für die meisten Künstler. Weil, ist es natürlich auch, wenn man eingeladen wird, naiverweise denkt man sich, toll, wunderbar, ich kann mich da realisieren, kann etwas Interessantes machen, vielleicht Interessantes machen. Mhm. Und dann hat sich aber sehr schnell herausgestellt, dass so viele andere Interessen in andere Richtungen ziehen und mühsam. Also ich traue mich zu sagen, ich habe schon wirklich nicht wenig Ausstellungen gemacht, aber das war mit Abstand meine komplizierteste und schwierigste. Welches Konzept hast du mit der Ausstellung verfolgt? Also ich habe, als ich reingekommen bin und auch die Arbeiten gesehen und gedacht, es hat fast schon auch einen retrospektiven Charakter. Draußen natürlich der Eingang weniger, aber es war ein Hinweis auf Dinge, die dir sehr wichtig waren in der Arbeit, ist mir vorgekommen. Aber retrospektiv, das klingt immer so retrospektiv, das macht man, wenn man 90 ist und wenn einem nichts mehr einfällt und wenn man sozusagen am Ende seines Weges angelangt ist und dann schaut man zurück und sagt, das ist mein Werk, das habe ich gemacht. Das ist nicht gemeint, aber... Das lag mir ferne, ja, okay. Aber ich habe in dem Jahr sehr viele internationale Museumsausstellungen gehabt und ich habe die versucht, heute sieht man in Google alles und jeder sieht sozusagen alles. Daher ist mir sehr wohl bewusst, dass man an jedem Ort was anderes zeigen muss,
um sozusagen eine bestimmte Vorstellung von was Qualität bedeutet, halten zu können. Und ich habe mir das so eingeteilt, dass ich in Brasilien was anderes zeige als in New York und in Duisburg jetzt was anderes zeige als in Wien und in Graz was anderes zeige als in Venedig. Aber alles zusammen sozusagen gibt dann, umspannt meine Arbeit. Von der ganzen Arbeit, ja. Und wie ist es zu dem Lastwagen gekommen? Also der Lastwagen ist mir natürlich ein bisschen ausgerutscht, kann man sagen, weil der kommt eigentlich aus einer ganz anderen Geschichte daher. Mittlerweile hat mich ja die Gegenwart eingeholt mit dem Lastwagen. Ja, also wie jeder weiß, was mit dem Lastwagen passiert ist und noch immer passiert. Aber was mich eigentlich interessiert daran, ich habe mit einem Freund immer wieder darüber gesprochen, über dieses absurde Theater oder diese absurde Performance, wie auch immer, die da ständig täglich passiert, innerhalb Europas, eigentlich auf der ganzen Welt erfahren. Tausende, Hunderttausende von weißen Lastwagen, die keine Aufschrift haben in der Gegend herum. Und man weiß nicht, wohin sie fahren und man weiß nicht, woher sie kommen, sondern man sieht sie einfach fahren. Das ist wie eine tolle Performance oder sozusagen wie eine Auktion. Also das Fahren, Lyotard geschrieben, Fahren, also das Fahren, ein Abbild unserer Zeit und das Transportieren von Waren, ein anderes Abbild und auch das Abstruse Transportieren unserer Zeit. Jetzt muss ich zu einem anderen Wort kommen, Paradox. Meine Arbeit, immer wieder versuche ich sozusagen aus einer paradoxen Perspektive auf die Welt zu schauen, weil man, wenn man diese Perspektive einnimmt, dann vollkommen eine andere Sicht hat. Ein Teil von Paradoxie ist der Humor, das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, das hat mich interessiert, das war der Ausgangspunkt. Und wenn man dieses Schiff einmal zum Fahren bringt, das ist ja ein ordentlicher Kahn gewesen, den kann man so schnell nicht stoppen. Und dann kam das mit den Schrecklichkeiten da, mit den Lastwagen. Ja. Dann haben wir gedacht, gut, es gibt zwei Möglichkeiten, ich ziehe die Notbremse, ich rudere zurück, aber immer dann gedacht, gut, also die Idee fand ich stark und ich habe dann ja auch das insofern korrigiert, als ich mir dachte, in meiner Arbeit in Venedig spielt ja das Mittelmeer eine große Rolle, eine wesentliche Rolle für Europa. Europa kam ja aus dem Mittelmeer, nicht entstanden durch eine Lüge, quasi Notlüge. Zeus hat sich in einen Stier verwandelt, hat den Vater von Europa, einen arabischen Prinzen, belogen und hat gesagt, ich würde gerne deiner Tochter irgendwas zeigen. In Wahrheit wollte sie entführen. Hat er dann auch gemacht. Und sozusagen Europa entstieg dem Meer auf dem Rücken des Stieres, auf dem Zeus. Und das ist quasi immer in unserer Kultur. Wir kommen also quasi Latein, die Römer, also all das ist ja sozusagen unsere Welt, unsere Historie des Abendlandes, nicht? Lassen wir mal die anderen weg. Und hier spielt sich ja heute auch noch ab. Also aber selbst das ist ja bei dir auch in den Humor dann und ins Paradoxe übergegangen, denn ich erinnere mich, man konnte von oben, wurde zwar irgendwie die Möglichkeit des Blicks aufs Meer, aber es hat ihn nicht gegeben. Nicht? Naja, witzig ist da gar nichts, weil... Ja? Die Sache ist die, dass dieser Truck wird im nächsten Jahr in New York gezeigt, bei diesem City Art Fund, bei dieser Brooklyn Bridge Park, wo man dann so schräg hinüber auf Staten Island sieht und auf die Statue of Liberty. Und auch da können die Besucher dann hinaufgehen und lesen oben, stand quiet and look out over the Mediterranean Sea. Mhm. Dann sieht man sie nämlich wirklich nicht. Der Kontext wieder ganz sondern es geht eben letztendlich um die Mediterranean Sea, also das Mittelmeer in unseren Köpfen. Also das hat mich daran interessiert, das hat mich fasziniert. Dazu kommt noch das Thema der Mobilität, das in meiner Arbeit immer schon eine große Rolle gespielt hat, weil mich eben große Fragen unserer Zeit, ich habe eben auf der einen Seite versucht zu hinterfragen, was ist das Kultur, was kann das, was bedeutet das für mich und für uns, für meine Zeit, und meine Zeit ist unsere Zeit und unsere Gesellschaft. Und so war Mobilität ein Thema und dann gab es den Jugendkult und den Schönheitswahn und also all diese Themen, mit denen ich mich immer schon beschäftigt habe. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Nein, aber ich glaube, zusammengefasst, es ist natürlich diese Arbeit ein starkes Zeichen für die gesamte Arbeit. Ja, und das sozusagen vor dem Pavillon. Ja, ich wollte natürlich auch... Mit hoher Sichtbarkeit. Du kennst mich, ich wollte auch ein Zeichen setzen, wir sind der letzte Pavillon. Außerdem ist ein bisschen unglücklich, der Pavillon, das muss man auch einmal sagen. Also ich glaube, der ist nicht besonders geeignet, um Gegenwartskunst zu zeigen.
wahrscheinlich was gescheiter, man wird da Sachertorten servieren und Melangen. Wäre wahrscheinlich angenehm oder angebracht oder adäquater. Aber trotzdem, ich habe die Einladung auch angenommen und mich hat es auch fasziniert, sozusagen da was zu machen und mich an dem zu messen. Und innen ist es sowieso, innen spielt ja sowieso ganz was anderes. Wenn man mit dir einen Rundgang durch die Biennale machen hätte dürfen, wohin, oder ich zum Beispiel, wohin hättest du mich geführt? Was hat dir gefallen und was hat dir missfallen? Ganz ehrlich, ich habe nichts gesehen. Du hast keine Zeit gehabt. Ich habe keine Zeit gehabt. Ja. Ich habe gefühlte 100 Interviews und ständig irgendwelche Häkel mit Problemen und Schwierigkeiten und Herumgetue. Aber ich habe vor, noch mal hinunterzufahren. Ich habe den Hauptpavillon gesehen, also das von der Christine Marcel. Ja. Dazu werde ich dich überhaupt nicht gefallen, aber gut. Ja. Dann habe ich den Damien Hirst gesehen, da ist mir schlecht geworden. Ich fand den unglaublich vulgär, obwohl ich den immer gemocht habe, aber also gut, da ging es nur mehr ums Geld. Du wurdest, oder bist zusammen mit Brigitte Kovens ausgewählt worden, zwei Künstler für einen Pavillon. Ist das für die Zukunft gesehen eine Lösung, eine ideale Lösung, oder ist es letztlich, birgt das Konfliktpotenzial? Also im Grunde genommen, also ich muss jetzt die Geschichte mal erzählen. Oder weitergefragt, ist es auch Ausdruck von anderen der Feigheit der Politik. Ich muss das jetzt ausreden. Okay, erzähl. Lass mich bitte ausreden. Selbstverständlich. Ich wurde angerufen und eingeladen und die Kuratorin hat gesagt, du, ich würde dich gerne mit der Kovens ausstellen. Ja. Sage ich, wunderbar, aber ich mache da nicht mit, weil ich eigentlich so ungern zu so speziellen Gruppenausstellungen, ich will das nicht und kann das nicht. Und dann ging es lang hin und her und dann hat mich der Peter Weibel angerufen und gesagt, du bitte mach mit und unbedingt und wir wollen das so gerne und so weiter. Und dann hat er gesagt, du kannst auch den Pavillon bespielen. Und er hat gesagt, wenn das so ist, ich den Pavillon bespielen kann, was macht es mit der Brigitte? Ja, die Brigitte kriegt hinten einen eigenen Raum. Ich habe gesagt, okay, wenn das für alle klar ist und alle einverstanden sind, auch die Brigitte einverstanden ist, dann mache ich mit. Das heißt, unter diesen Voraussetzungen habe ich mitgemacht, dass das dann alles verdreht wurde und herumgeschrieben wurde und die Presse. Also gut, das ist wieder eine, that's another story. Aber das war der Ausgangspunkt und ich habe mich dran gehalten und so haben wir es auch gemacht. Und es ist auch letztendlich eigentlich gut aufgegangen. Ihr seid auch miteinander zurechtgekommen. Ja. Ihr seid ja eigentlich, ihr kommt aus derselben Generation, eigentlich Künstler, deren Karriere in den 80er Jahren begonnen hat. Was war typisch für diese Zeit? Was, diese Künstlergeneration, ja, für euch. Obwohl euch ja vieles auch trennt. Sieht man ja auch am Berg. Über die Brigitte kann ich ja nicht sprechen, das ist ja ihre Welt. Aber so diese Zeit, was würdest du über diese Zeit sagen? Ich weiß, also wie ich sie kennengelernt habe, war sie mit Franz Graf zusammen und die haben, das waren Shooting Stars damals, wie ich zur Next St. Stephan gekommen bin. Meine Zeit, also ich kam dazu quasi durch die neue Skulptur, ein Anhängsel der wilden Malerei der 80er Jahre. Die da waren in Österreich, Anzigner, Schmalix, Mosbacher und so weiter, hat es ja viele noch gegeben. Und da kam ich dazu, wie die Jungfrau zum Kind. Und dann war ich aber schnell wieder weg, weil ich das Gefahrenpotenzial erkannt habe, weil mir quasi das in gewisser Weise passiert ist. Ich hatte irgendwann gelesen, um erfolgreich zu sein, muss man die Väter abschütteln. Und als Väter habe ich auch immer gesehen, Lehrmeinungen, Vorstellungen, wie Kunst zu sein hat und was Kunst ist. Und damals, wir sprechen da von den 70er Jahren, gab es halt Minimal Art und Konzeptkunst und Pop Art und ich weiß nicht mehr was noch, ein paar andere Sachen noch. Und ich habe mir gedacht, also wenn ich etwas Eigenständiges machen möchte, muss ich mich von dem abkoppeln, sonst stelle ich mich in eine sehr lange Reihe hinten an und das wollte ich nicht. Und daher habe ich auch begonnen, das eine oder das andere war, ich hatte überhaupt kein Geld, also die ökonomische Frage hat mich auch relativ schnell in den Griff bekommen. Und ich habe gedacht, also ich arbeite mit Materialien, die andere wegwerfen. Also sozusagen Wegwerfpotenzial, Wegwerfmaterial. So kam ich ja dann auch später zu den Alltagsmaterialien, weil die alle verfügbar waren. Und dann, ich bin noch nicht fertig. Und dann zu den Themen. Also ich möchte sozusagen klassische Skulpturen mit diesen Materialien bearbeiten und beackern. Und das habe ich auch am Anfang gemacht. Das war aber seine Haltung sozusagen aus einem gegen etwas. Also ich habe mich gegen etwas gestellt, gegen diese damalige Vorstellung von Kunst und habe in gewisser Weise anachronistische Figuren gemacht, zusammengenagelt aus Brettern, badende, stehende Reiterstandbilder, klassische Figuren aus der Klassik letztendlich. Und ich wollte das so anders interpretiert wissen. Und dann kam ich aber relativ schnell drauf, dass das eigentlich nicht wirklich meiner Person entspricht, sondern dass ich etwas suchen muss, was meiner Person entspricht. Klingt so leicht jetzt. Und sozusagen damit habe ich dann auch nach 2-3 Jahren habe ich mit dieser Phase, die relativ erfolgreich war,
aufgehört und habe dann lange gesucht, bis ich im Anfang der 90er Jahre was Neues gefunden habe. Das waren die Staubskulpturen dann auch. Ja, und dann, ja. Also der Nullpunkt für mich, und da habe ich dann das andere alles aufgebaut drauf. Zu dem komme ich noch. Das, wobei ich erinnere mich, das war auch das Material, das war Holz, es war Metall, ja, das war du ganz verwendet einfach, hast, Abfallmaterialien, nicht? Ja, das war, ja? Wir hatten da, ich hatte mit drei anderen Kollegen ein kleines Studio und da war Tischlerei in der Nähe und da gab es Tischlerabfälle und die waren da und die habe ich genommen. Und dann habe ich Atelier gewechselt und dann war eine Dosenfabrik in der Nähe, habe ich Dosen genommen. Dann habe ich wieder Atelier gewechselt und dann war eine Kleidersammelstelle daneben. Und dann da kamst du den Kleiderstruktur. Ja? Du hast vorher angesprochen, ich bleibe noch kurz bei der Biennale, nämlich die Biennale der Christine Massel, die Kuratorin war für Zentralpavillon. Und sie hat ihre Show genannt Viva Arte Viva und hat gesagt, nee, jetzt wollen wir endlich uns wieder mal auf Künstler konzentrieren. Eine Schau mit Künstlern, von Künstlern, für Künstler. Eine Schau, die sich um Fragen dreht, die Künstler sich stellen, was um die Arbeitsweisen von Künstlern geht. Ein guter Vorsatz, auch gerichtet gegen die vorigen Biennalen, die sich doch sehr stark politisch artikuliert haben. Ich habe jetzt aus dem schon herausgehört, was du vor kurzem nur gesagt hast, das ist ja offenkundig nicht gelungen. Nein, also ich kenne die Marcel, Christine Massel schon lange, denn die hat mich öfter ausgestellt, aber ich finde das, also man geht da hin und ist ohne Spannung, es ist schlapp. Mhm. Also ich will jetzt nicht zu nahe treten. Also ich fand es halt nicht spannend. Ich teile deine Enttäuschung. Das sind wir zwei. Für mich genauso, okay. Wir sind zwei. Wer weiß, ob jemand vom Publikum die Biennale gesehen hat. Hast du das Gefühl, dass, und ich bleibe jetzt bei diesem Politischen, dass Kunst quasi auch als Faktor gesellschaftlicher Kritik und Veränderung überschätzt wird auf der einen Seite, aber auch andererseits, dass wir heute zunehmend von Politikkuratoren und Zeitgeist instrumentalisiert wird. Also instrumentalisiert in einer Weise, dass man versucht, politische Korrektheit zur Richtschnur von Ausstellungen und Museen zu machen. Moral wird Qualitätsmaßstab künstlerischer Arbeiten, Ausschlusskriterium. Wie siehst du diesen Zusammenhang Kunst einerseits und diesen politisch-sozialen, moralischen Anspruch, der zunehmend an sie gestellt wird? Also ich habe da sogar mal eine Rede gehalten über dieses Thema. Ich glaube ja, ich bin der Meinung, dass Kunst immer zu allen Zeiten missbraucht wurde von den verschiedensten gesellschaftlichen Gruppierungen und Vorstellungen, was Kunst zu sein hat. Also man hat immer alles Mögliche hineininterpretiert und sich das gewünscht, sozusagen, dass der Künstler musste, die Künstlerin musste das produzieren, was gewünscht war. Das war bei den Herrscherhäusern so, also es gab die Fürsten und die Könige, da hatte die Kunst eine spezielle Aufgabe, dann gab es die Kirche, dann gab es die Revolutionäre und die Konterrevolutionäre und dann gab es die Bürgerlichen und dann gab es die, also es immer, Kunst wurde immer hinein projiziert. Immer, die ganze Zeit, bis zu den Kuratoren, bis zu den Museen. Also jeder hat seine eigene Vorstellung, was es sein muss. Und jeder sucht das sozusagen herauszusagen. Heute ist es angenehmer, weil wir alle sozusagen aus pluralistischen, offenen, relativ offenen, freiheitlichen Gesellschaften kommen und die Freiheit auch haben, alles Mögliche zu machen. Das war ja in der Vergangenheit ganz anders. Da gab es eben nur die eine oder die andere Möglichkeit. Und wenn du dem nicht entsprochen hast, hast du halt auf gut Deutsch keine Chance gehabt. Und das ist sicher anders, aber jedes Jahrzehnt, jedes halbe Jahrzehnt stellt eine neue Forderung an die Kunst. Und die Galeristen stellen eine eigene Forderung und die Kuratoren und die Museen. Also Kunst wird immer, immer maßlos missbraucht, ist meine Meinung. Aber und da muss man sich halt versuchen, Freiraum zu schaffen. Und ich habe meinen Freiraum, ich habe mir insofern geschaffen, als ich glaube, dass es nicht nur eine Möglichkeit gibt, eine bestimmte Weltvorstellung, sondern verschiedene und die versuche ich auszuloten, da versuche ich mich zu entwickeln innerhalb und das weiter voranzutreiben. Du siehst aber nicht in der Kulturpolitik oder in der Politik von Kuratoren und Museen so ein neues Biedermeier herauftreuen, sozusagen, gute Kunst muss auch das Gute vertreten. Du hast nicht das Gefühl, dass das zugenommen hat in den letzten Jahren. Wird mir schon schlecht. Ja, ich weiß, und dann frage ich dir. Das wäre schon eine Antwort. Was wieder das muss. Ja. Ja, ja. Also ich kann mich nur erinnern, wie die Sozialdemokratie die Kunst für sich entdeckt hat, mit Kreisky letztendlich.
der ja großzügig auch gefordert hat, aber auch gefördert hat, aber gerade so viel, dass man knapp überleben konnte. Und es birgt eine wahnsinnige Gefahr für mich, weil der Künstler sich oder die Künstlerin sich abhängig macht von der jeweiligen Regierung, weil die lieb Kind sein müssen und sozusagen denen nach dem Gefühl und nach gefällig sein. Und man hat ja gesehen, was herauskommt, wie es dann die Wenderegierung gab 2000 mit Haider und Schüssel in der Regierung. Gab es ja so Meetings von Künstlern, die, und da war ich bei einem dabei und die haben gesagt, also wir können jetzt kein Geld mehr nehmen vom Staat, weil das kommt jetzt vom Haider. War voll verständlich. Nur eine Woche später hat man sich wieder getroffen und dann haben sie gesagt, also wenn wir kein Geld mehr nehmen, nehmen es die schlechten Künstler oder die falschen Künstler. Also haben wir eine Verpflichtung, das Geld zu nehmen. Das sind alles Konstruktionen, da könnte man ja weinen. Und in Wahrheit, ich glaube, ich habe schon lange keine Subventionen mehr bekommen und ich habe sie auch abgelehnt und auch nie angesucht und so weiter. Aber ich glaube, dass Subventionen, so wichtig sie auch sind für einen bestimmten Status, wenn man ganz jung ist und überhaupt nichts hat, und ist es wichtig, dass Gesellschaft ermöglicht, dass junge Menschen etwas kreieren können in einem Freifeld, wie die Unis wichtig sind, weil sich Gleichgesinnte, Gleichaltrige, weil die einen Freiraum haben und Dinge ausprobieren können. Und das ist wichtig. Aber sobald es dann ein bisschen fortgeschrittener wird, dann ist es problematisch. Ich kann mich erinnern, ich war damals bei einem, ganz am Anfang, also da war ich, ich weiß nicht was, 27, 28, also konnte ich gerade noch nicht leben von meiner Arbeit, war ich da im Ministerium und da hat der Herr zu mir dann gesagt, wo sie wollen. Und ich habe gesagt, also da gibt es eine Möglichkeit einer Subvention. Mhm. Also gesagt, wieso machen sie nicht was Gescheites, das sie verkaufen können? Wieso kommen sie zu mir? Und da habe ich mir irgendwie gedacht, der hat eigentlich recht. Wieso mache ich nicht etwas, was sich sozusagen bewährt in einer Welt, in der Kunstwelt, wie in Amerika, die Amerikaner, da gibt es keine Subventionen. Also, und bei uns sind dann so diese Blasen entstanden. Ich kann mich erinnern, auch da gab es dann, man konnte dann einreichen bei Gremien. Und man wusste aber genau, wer in den Gremien sitzt. Und dann gab es genug Künstler, die so hingearbeitet haben, dass es dem Gremium gefällt, damit sie eine Subvention kriegen. Das ist halt alles sehr bedenklich. Du wirst von der Galerie Ropatsch heute vertreten. Ist wohl der erfolgreichste österreichische Galerist zurzeit, wahrscheinlich sogar einer der führenden Galeristen weltweit, hat jetzt gerade seine Galerie in London eröffnet. Ich habe mir das mal angeschaut, 11.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Ja, aber die Quadratmeter sagen nichts. Naja, das muss man mal auch bespielen mit Kundenkünstlern. Ja. Du bist einer von denen, die da dazugehören. Was macht eine gute Galerie für einen Künstler aus? Ja, also für mein Verständnis braucht man als Künstler und Künstlerin, um erfolgreich zu sein, man muss hinaus aus dem eigenen Land. Und man muss in einen Zustand kommen, dass man von anderen eingeladen wird, seine Arbeiten zu zeigen. Es gibt nichts Entwürdigenderes, als wenn man mit seinem Mappel herumfährt in der ganzen Welt und die Mappe herzeigt und niedergemacht wird. Weil das braucht keiner und das will auch keiner. Und da helfen einem die Galeristen auf der einen Seite, weil sie einen auf Messen mitnehmen, die Arbeiten präsentieren und dann, wenn sie schlau sind und gut sind, Netzwerke knüpfen. Und so, das haben verschiedene Galeristen ganz gut gemacht. Also dann gibt es die eine Galerie in Berlin und die andere gibt es dort. Und so verbindet man sich dann. Die stellen dann ihre Künstler hier aus, also die unsrigen stellt man dort aus. Und so passiert etwas. Und im besten Fall kommen dann Kuratoren, finden Kuratoren Interesse und dann Museumsleiter Interesse und das geht das weiter, das vernetzt sich dann. Es ist wirklich so wie ein Netzwerk. Dann kommt, ich sage zu den Jungen immer, also ein Katalog braucht niemand, aber ihr müsst Artikel in Kunstzeitschriften haben, das bringt euch weiter. Nicht ein 400-Seiten-Katalog. Der dann im Keller liegt. Den macht man, wenn man so alt ist wie ich. Okay. Aber das bringt am Anfang gar nichts, sondern man muss die Kunstzeitschriften haben und man muss da hinein und das lesen viele. Da gibt es einen Hype-Effekt. Da gibt es einen Saugeffekt und da wollen dann andere andocken, das wollen dann alle haben. Aber die Zeiten, als du mit einer Mappe hausieren gehen musstest, die sind, glaube ich, schon sehr lange vorbei. Ja, aber am Anfang hast du das einmal gemacht. Da hat mich der Wilfried Greiner, das war Museumsdirektor in Graz, in der neuen Galerie, der hat mich geschickt nach Bologna zu einem Galeristen, ich habe jetzt den Namen vergessen. Ja. Das war echt das entwürdigste Erlebnis meines Lebens. Also das war also nie wieder. Das war wirklich arg. Weil da kam ich dann daher als armes Würstel und keiner wollte es sehen. Und die haben sich dann aber bemüßigt gefühlt, das dann doch anzuschauen. Zuliebe vom Wilfried Greiner. Schrecklich, das will man nicht. Wann hast du es erstmal von Kunst leben können? War das auch verbunden mit dem Gefühl, erfolgreich zu sein? Aber erinnerst du dich, wann?
Wann ist also, dir das gelungen? Ich muss dazu sagen, ich wollte das immer. Ich wollte nie die Kunst degradieren und zum Hobby machen, indem ich daneben irgendwas jobbe und mir sozusagen als Kellner oder als Lehrer, dass ich den Lebensunterhalt verdiene und am Wochenende oder am Feierabend Kunst mache. Das wollte ich nicht. Das war von Anfang an meine Forderung an mich. Ich möchte von meiner Kunst, ich habe ein Recht als Bürger des 20. Jahrhunderts, von Kunst leben zu können. Unsere Gesellschaft sozusagen ist so konstruiert, dass sie diesen Freiraum zulassen muss, soll, muss. Und das war eine Forderung an mich und an die Gesellschaft. Und ich habe das relativ schnell, es hat relativ schnell funktioniert. Ich meine, immer so. Ich war halt konnte mit 28 davon das leben. Ich leben davon. Ja. Ich meine, ich wusste oft nicht, wie ich die Miete zahle und wusste oft nicht, wie das und jenes, aber es, seit damals ging es. Aber eigentlich relativ rasch nach dem Studium schon. Eigentlich wahnsinnig schnell, ja. Was hast du, wenn du zurückdenkst, was hast du quasi aus heutiger Sicht damals richtig gemacht? Weiß ich nicht, ich weiß zwar, was ich falsch gemacht habe, aber was ich richtig gemacht habe, weiß ich nicht. Ja, gab es einen wichtigen Zufall in deinem Leben am Beginn? Ich habe viel falsch gemacht auch, ich habe viele Fehler gemacht. Ja, immer wieder macht man schlechte Arbeiten, die, wo man zu wenig aufpasst, die lässt man dann zu schnell raus, die kommen dann immer wie Treibholz zurück und so, also da gibt es genug. Okay. Wenn du die Zeit dir damals anschaust und die Kunstwelt und die Protagonisten, also das ganze Kunstsystem, du hast die Galeristen vorher angesprochen, wichtig, die Kuratoren, die Museumsdirektoren, Universitäten, der Staat, alles, was eine Rolle spielt, die Sammler natürlich. Ja. Ich erinnere mich, es hat eine Ausstellung gegeben, die hieß Malermacht. Wenn man heute so eine Ausstellung machen würde, würde man die Sammlermacht nennen? Ist das etwas, was sich verändert hat? Oder was hat sich wirklich für dich verändert? Aber das war ja nur ein Schlagwort, das sind so Terminis, die man halt verwendet, um eine gewisse Dinge zu protegieren, eine gewisse Richtung zu protegieren oder eine gewisse Vorstellung von, da gab es ja genug Ausstellungen mit bescheuerten Titeln. Das war halt einer davon. Ja klar, aber, um die Malerei zurückzubringen. Aber, aber es gibt eine Macht der Malerei, die gibt es und das ist interessant. Also ich bin jemand, der sehr gerne ich habe gerade mit zwei lieben Freunden gesprochen und habe sie gefragt, gestern schaust du noch Filme an? Und den anderen habe ich gefragt, schau, gehst du noch ins Theater? Und bei dem gesagt, keine noch ins Zeit. Museum, bitte, gehst du noch ins Museum? Ja. Zwangsläufig die eigenen Ausstellungen anzuschauen. Nein, nein, ich bin sozusagen fasziniert nach wie vor. Ich bin, ich brenne noch immer für Kunst und für, bin fast, habe auch fast keine Zeit mehr, aber ich... Wenn ich gute Kunst sehe, dann bin ich angezündet. Ich muss aber auf die Frage nochmal zurückkommen. Also nochmals zu diesen ganzen Leuten, die sozusagen das, was Kunst ist, die ja letztlich ein Vereinbarungsbegriff ist, an dem unterschiedliche quasi Protagonisten um die Deutungshoheit kämpfen, hat sich da was geändert? Also nochmals, sind die Sammler mächtiger geworden, als sie es damals waren? Weil es gibt ja viele Museen jetzt, nicht von Pinot bis Moskau. Ja, schon. Also es hat sich ja immer wieder verschoben. Es waren einmal die Kuratoren ganz mächtig, dann die Galeristen, dann die Sammler. Das wird sich auch weiter verschieben, je nachdem, ich meine, im Moment oder vor 10 Jahren, ich kann mich erinnern, wie Jeff Koons aus der Versenkung zurückkam, das ist aber schon länger her, glaube ich, jetzt, der kam ja zurück durch unglaubliche Auktionsergebnisse, die er erzielt hat in Millionenhöhe. Der war ja nach seinem letzten Auftreten mit der Cicciolina, da wo er die Pornos gemacht hat, eigentlich weg vom Fenster. Und das kam aber wieder, dass man gehört hat, wow, das kostet jetzt 3 Millionen oder 1,5 Millionen. Und so kam der wieder in das Kunstgeschehen zurück, weil die Leute plötzlich gesagt haben, aha, interessant, was ist das? Also das Geld hat da verführt und wir sind einfach in einer Zeit, wo im Moment Geld alles bedeutet, was fatal ist, weil auch, es ist zwar, jeder möchte gut leben und es ist auch das gute Recht von jedem gut zu leben, aber wenn es so abstrus wird und so aberwitzig wird, dass es jede Relation verliert, dass Arbeiten von Künstlern Millionen kosten und auf der anderen Seite sterben Leute, weil sie nichts zum Fressen haben, das ist also, das finde ich mehr als vulgär. Natürlich, auf der einen Seite ist es lustig, wenn man teuer ist und man nimmt ja das eh meistens dann nicht selbst ein, weil das sind Arbeiten, die schon, jünger, schon älter sind, die sind dann im Auktionsmarkt, da verdienen dann nicht. Die Händler genau, und so weiter. Die Händler, ja. Aber ich finde, das ist also ein Moment, ich kann mich erinnern an einen Künstler, ich sage jetzt keinen Namen, einen Österreicher, bei dem war ich einmal Assistent und der hat gesagt, er ist stolz darauf, dass er in seinem Leben nie was verkauft hat. Er hat immer so eine radikale Kunst gemacht, das wollte niemand.
Der war stolz drauf. Verkaufen sich die Werke? Heute habe ich ihn angesprochen. Vor kurzem habe ich ihn angesprochen. Ich habe gesagt, was, das habe ich jemals gesagt. Das war ihm fast peinlich. Aber das heißt, jetzt verkauft er? Weiß ich nicht. Okay. Nicht aus. Du, also ich muss das angesehen, du hast ja wirklich eine unglaubliche Häufung von Ausstellungen gehabt in ganz tollen Häusern. Also die Biennale ist eines, im Leopold-Museum die Konfrontation mit Spitzweg, dann in Graz, dann im 21-Haus in Duisburg ist, glaube ich, die nächste Eröffnung. Es ist wie ein fortdauerndes Wurmfestival, wenn man das so nennen dürfte. Ist das so etwas wie ein Höhepunkt einer Karriere? Lässt sich sowas noch toppen? So viele gute Ausstellungen in so kurzer Zeit? Und vielleicht die weitere Frage, hat man da auch manchmal Angst, dass das zu Ende geht, dass man irgendwie abstürzt? Gibt es so eine Angst, ständig Angst für einen Künstler, der so erfolgreich ist? Wenn man als Künstler arbeitet, hat man ständig Angst, dass man Qualität, das, was man selbst unter Qualität versteht, halten kann. Dass man nicht oberflächlich wird, dass man nicht versucht wird, sozusagen in diese Gefahr bin ich auch immer wieder abgerutscht. Und jeder kennt das, der erfolgreich ist, der weiß genau, die Galeristen rufen an und sagen, mach das nochmal, das ging so gut. Und dann sagt der andere, geh bitte, mach das noch einmal, dann machst du das noch einmal, dann machst du das noch einmal. Und schon ist es zu viel, und schon ist es viel zu viel, und dann macht man es noch einmal, und das ist erst recht zu viel. Und dann ziehe ich aber die Handbremse, und immer wieder sozusagen Handbremse gezogen, weil auch was dazukommt, das ist ja nicht nur sozusagen die Verführung durch das Geld und durch den Erfolg, sondern ich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, denke dann immer so in Kategorien und tue mir schwer, aus diesen Kategorien hinauszufinden. Das ist wie Schienen, die graben sich ein in meinen Kopf. Wenn ich sozusagen Videos mache, das habe ich erlebt, mache ich nicht viel, 10 Videos, das braucht sehr lang, weil ich sehr umständlich bin. Aber dann konnte ich nur in Video denken und dann war nichts anderes möglich. Und das hat mich unglaublich genervt, weil ich eben nicht mich fangen lassen wollte, sozusagen von dieser Thematik, Technik und so weiter und so weiter. Das gleiche mit den One-Minute-Sculptures. Die One-Minutes habe ich parallel entwickelt wie die Fat Cars. Das ist ja was Konträres vorne, also zumindest oberflächlich Konträres, aber eben auch absichtlich, um die Beziehung zum Material, zur Materialität nicht zu verlieren. Und auf der anderen Seite waren die ganz ephemeren Skulpturen. Mich hat aber auch nie das Ephemere wirklich interessiert. Das war mal zu New Age. Also ich habe mich immer wieder versucht zu widersprechen, eben aus Grund dieser Tatsache, dass ich mich nicht von der eigenen Schiene, von der eigenen Hinfälligkeit oder von der eigenen Faulheit oder ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, von der Tatsache, dass man etwas festklebt, wenn man es öfter macht, wenn man weiß, wie es geht. Aber in Wahrheit ist das dann schon die große Gefahr. Wenn man weiß, wie es geht, kommt schon viel dazu, was die Dinge eigentlich schlecht macht. Mich interessiert immer der Kampf des Neuen, das Neue. Aber du hast ja immer wieder diese Brüche auch gesetzt. Ja, also ja. Von Schraubskulpturen weg, One-Minute-Sculptures. Ja, ja. Und ist dir immer gelungen eigentlich. Ja, aber das muss ich erst einmal durchsetzen, weil ich kann mich erinnern, dass zigmal, immer wieder sind Leute kommen ins Studio, Kuratoren, Museen, wir immer, die haben gesagt, interessant, was Sie jetzt machen, aber haben Sie das noch von vor 2 Jahren? Okay, das habe ich nicht mehr, das ist jetzt weg. Okay, dann sind sie wiedergekommen nach 2 Jahren, haben sie gesagt, ist interessant, was Sie jetzt machen, aber haben Sie das noch von 2 Jahren? Also das ist so ein interessanter Effekt. Aber das ist wahrscheinlich überhaupt das Problem, dass man einerseits natürlich eine Handschrift entwickelt, die für den Kunstmarkt zur Marke wird, andererseits aber durch die große Erwartung immer wieder da ist, innovativ zu sein, sich zu ändern. Aber wehe, es ist die Änderung zu groß. Das ist ein dünner ein Pfad, also wo man, mir ist ja das alles sehr bewusst, weil ich auch sehr strategisch denke, was diese Dinge betrifft, innerhalb der Arbeit dann überhaupt nicht strategisch. Das sind dann sozusagen Entscheidungen, die aus dem, man kann es Intuition nennen oder was auch immer, aus dem Bauch, da entscheide ich direkt bei der Arbeit, aber ich denke, was außen, das Aussehen, das Erscheinungsbild und das Fort, die Entwicklung meiner Arbeit betrifft sehr strategisch. Ja, weil ich glaube, also wir haben alle, es sind uns bestimmte Möglichkeiten gegeben und entweder kann ich die jetzt ausnützen oder nicht, oder ich kann mich vollkommen blöd vergessen und mich bis zur Unendlichkeit wiederholen und dann schlappt es aber sehr, sehr schnell ab. Dann schlägt es zurück. Ja. Also entschuldige, dass ich nochmal unterbreche, aber für mich ist es immer gut, dann, wenn mich Arbeit sozusagen interessiert und spannend ist für mich, dann ist sie für mich am besten und das ist meistens neu oder das ist Arbeit, wo ich sozusagen Teile, Projekte eines großen Arbeitszyklus neu weiterführen kann. Da komme ich nämlich auf die Ausstellung, die ich war neulich bei der Eröffnung der Ausstellung im 21er Haus, die deine Werke zeigt. Ich kann sie jedem nur empfehlen. Ich finde es eine wunderschöne Ausstellung, sehr gelungen
Und da wird eigentlich deutlich für mich jetzt, wie sehr es Kultur und Performance, die Aktion auch bei dir verbunden ist. Da hast du ja diese Objekte, Blöcke getreten, geschlagen, mit Messern und so weiter bearbeitet. Ich habe dann gelesen, irgendein Kritiker hat dich einen Wutkünstler genannt. Da vielleicht die erste Frage. Bist du ein wütender Mensch? Hat Wut mit dem zu tun, zum einen, und zum anderen? Ist es letztlich nicht auch wiederum die Fortsetzung eben genau dieser Arbeit, dieses Nachdenkens, dieses Ausprobierens, was Kultur kann, und in gewisser Weise eine Fortsetzung der One-Minute-Sculpture schon mit ganz anderen Mitteln? Ja, also da wurde natürlich der kann nichts dafür, der Kritiker, da wurde eine falsche Fährte gelegt von dem Kurator, der hat da bei der Rede, hat irgendwas gesagt von der Wut. Nur weil man wo drauf tritt, heißt das noch lange nicht, dass man Wut hat. Bei mir ist das sehr stilisiert und sehr überlegt. Das und kalkuliert natürlich. Sehr kalkuliert und sehr, was für mich das Wichtige daran ist, ich habe mich ja wiedergefunden vor ein paar Jahren in der Situation, jeder kennt das, viele Künstler haben das gemacht, wurden verleitet. Ich habe mehrere Mitarbeiter und letztendlich haben dann die Mitarbeiter die Arbeiten gemacht und ich habe eigentlich nur mehr zugeschaut. Die ganzen Jeff Koons und die alle arbeiten ja letztendlich so. Es geht ja um die Idee letztlich. Hm? Es geht letztlich um die Idee. Ja, aber man verliert was sehr Wesentliches. Ja. Man verliert also wirklich, man verliert Kontakt und die Arbeit entfremdet und die Arbeit findet einen eigenen Weg und hat mit einem wenig zu tun. Weil ich auch glaube, dass es wichtig ist, dass man das, was man Zufall nennt, der Gerhard Richter hat das einmal gut ausgedrückt, hat gesagt, seine Bilder sind intelligenter als er. Ich habe es lange nicht kapiert, was er meint. Ja. Mittlerweile ist es mir klar, glaube ich zumindest, ich konnte mit ihm nie drüber sprechen, aber wenn man etwas macht und durch die Ausführung passieren ja verschiedene Dinge mit dem Material, es ergeben sich verschiedene Zufälle und Umstände, wenn man die Möglichkeit hat, dem nachzugehen oder wenn man sich das selbst erlaubt, und sozusagen einer der Arbeit folgt und der hinterhergeht, wird sie oft besser, als wenn man stur. Ich habe den Michael Haneke, der sitzt da unten, vor kurzem mit ihm genau gesprochen, weil er zum Beispiel hat eine ganz andere Vorstellung, zumindest sage ich das jetzt einfach so, das ist ja bei unserer Diskussion rausgekommen, er bereitet alles minutiös vor und dann habe ich ihm gesagt, lass du Zufall zu, und er hat gesagt, nein, den lässt er nicht zu. Mhm. Und bei mir ist es anders, ich muss den dann zulassen, weil ich oft aus Mangel an Möglichkeiten auch oder auch geistigen Möglichkeiten dann sozusagen mich geschlagen geben muss vor der Macht und vor der Qualität des Zufalls und der möchte ich dann nachgehen. Das bedeutet natürlich, dass du in den Prozess involviert sein musst, damit du diese Chance überhaupt hast. Und, um das seine wieder Rückkehr machen zu können, zum Handwerklichen auch. Genau, um sozusagen wieder eine Verbindung mit dem Werk herstellen zu können, habe ich angefangen, alles selber zu machen. Das heißt jetzt, okay, ich habe es von anderen modellieren lassen, das war mir dann zu blöd. Aber ich bin drauf herumgestiegen, ich habe mich dann drauf gesetzt, ich habe dann sozusagen performiert, ich habe auch Leute eingeladen, das ist ja fast dann wie eine Partitur, da habe ich Leibesübungen gemacht, die sich mit dem Wittgenstein auseinandersetzen. Da musste man dann verschiedene Leibesübungen drauf machen und die Spuren, die waren dann das Wesentliche der Arbeit, weil die Spuren, die deformieren ja dann dieses Objekt, die machen etwas, die verändern die etwas, die verändern den Inhalt, verändern das Verhältnis zwischen uns und Welt und dem Objekt letztendlich. Und das war für mich das Spannende oder ist für mich das Spannende. Und genauso wie bei der Eröffnung gab es ja ein paar so Würste dort schon, also Würste, genau, die sind aber letztendlich, wir haben einfach Zumthor hat für das Columba-Museum in Köln Sitzmöbel einfach gemacht für das Museum und ich habe die einfach kopiert in Ton und im Museum aufgestellt und da habe ich dann mit Leuten zusammen performiert. Also wir haben dann Leibesübungen für Köln drauf gemacht und die haben das verändert und die haben das, wenn man das anschaut, das ist so, ja, ich finde es, ja. Darf ich jetzt vielleicht ein bisschen in deine Lebensgeschichte eindringen, in deine Jugend? Wie kamst du zur Kunst? Gab es einen Moment, an dem du wusstest, ja, jetzt will ich will Künstler werden? Und dann die weitere Frage, Feststellung eigentlich, indem ich dich zitiere, ich habe gelesen, dein Vater soll gesagt haben, als du ihm erzähltest, ich wollte Künstler werden, hat er die Türen zugeknallt. Ja, klar, mein Vater war Polizist. Gut, aber das glaube ich, fast in jeder Familie wäre das so. Ja. Also ich habe ein paar Künstler schon gefragt, da war die Reaktion immer sehr verhalten. Man darf ja nicht vergessen, damals... Ja. Ich meine, da war der Lehrbauer mit seiner Taube ist herumgerannt und der Fuchs mit einem endlos langen Bart und mit dem Kappel, der Nietzsche hat Eingeweide ausgenommen. Das war Kunst. Das Künstlerbild auch. Das war das Künstlerbild, wovor sich mein Vater mit Recht gefürchtet hat. Ja, das hat.
Aber wie bist du zur Kunst gekommen? Ich mag aber den Hermann Nitsch sehr gerne, muss ich dazu sagen. Ich schätze ihn sehr. Wie bist du zur Kunst gekommen? Ich weiß nicht, das ist irgendwie passiert. Ich habe halt ständig irgendwie herumgetan. Ich habe schon mit Krippenfiguren gespielt, wie ich klein war. Dann hatte mein Vater Sorge, weil er dachte, ich werde Pfarrer, weil mich das so fasziniert hat. Die Form hat mich so fasziniert, also das Haptische. Und dann, ich weiß nicht, in meiner Familie hat es ja keine Kunst in dem Sinn gegeben. Das war, da waren es ein paar Wald- und Wiesenbilder, aber keine Ahnung. Hat mich, und auch Literatur, ich habe mir mit dem ersten Taschengeld überhaupt ein Buch von Bertolt Brecht gekauft, Cäsar, weiß ich noch genau. Und dann habe ich mir jede Woche gekauft und durch das Lesen und die Beschäftigung mit Literatur und mit bildender Kunst hat sich eine Tür eröffnet in eine unglaublich faszinierende Welt und die hat mich immer mehr hineingezogen. Das war wie eine Sogwirkung. Hat es irgendwie so einen Mentor gegeben in der Schule oder so? Jemand, in der Schule hat es dann einen Lehrer gegeben. Und gesagt hat, der hat Talent. Und das in der Schule hat es einen Lehrer gegeben, den Norbert Nestler, der hat mich da sehr gefördert. Ja. Mhm. Aber ansonsten war eher viel Widerstand. Ich kann mich erinnern, die Freundinnen haben gesagt, jetzt machst du das nur immer, diesen Unsinn. Du wärst so ein fescher Zahnarzt, wär doch Zahnarzt. Also die Zahnärzte mögen mir das verzeihen. Und dann andere, also es wurde immer letztendlich belächelt und so abgewertet. Und das ist nicht so ohne, aber das muss man mal aushalten auf die Dauer. Ja. Das geht ja jedem so, der das macht. Also wenn man vom Widerstand spricht, würdest du auch sagen, dass so quasi das Sprichwort aller Anfang ist schwer für dich auch gegolten hat? Na, für mich war Widerstand wichtig. Ich habe auch beim Batz und Brock studiert, dann, der hat uns ja alle niedergemacht. Und da haben einige aufgehört. Dann mich hat das angespornt. Du wolltest ja ursprünglich Maler werden, das stimmt. Ja, ja. Und wie ist es dann dazu gekommen, dass Skulptur sozusagen deine große Leidenschaft wurde, deine Obsession? Na, ich wollte Maler werden und bei der Aufnahmeprüfung haben sie mich in die Bildhauerei gesteckt. Das war damals halt so üblich. Ja. Und dann habe ich mir schon gedacht, Wahnsinn. Also, wir waren ja in der Matura-Klasse in Wien im damaligen 20er-Haus und da waren Skulpturen, die sind da so herumgelegen hinten, weiß ich heute noch, von den Tauben zugeschissen. Schwarze Dinger, die waren so uninteressant und unattraktiv für mich, also ich konnte mir da gar nichts vorstellen. Und wobei deine ersten Skulpturen, also soweit ich mich erinnere, da hat ja Farbe noch eine Rolle gespielt, nicht? Da hast du eigentlich dieses Malerische noch... Zumindest versucht, ich das anfangs hineinzubringen. Genau, nicht? Ich habe das dann angenommen und gesagt, gut, das ist jetzt eine Vorgabe, die nehme ich an, ich versuche daraus jetzt was zu machen und Farbe hat sich da immer noch hineingeschwindelt. Eine meiner damals wichtigsten Arbeiten für mich war, ich habe so einen Ball mehrere Bälle aus Ölfarbe gemacht und das war in etwa so, wie wenn man Farbe von der Leinwand abkratzt und damit so ein Knödel macht, Germknödel, Fleischknödel, meine Großmutter aus der Farbe Skulptur macht. Ja, genau. Ja. Und das war sozusagen diese Verdoppelung, also diese Vervielfältigung von Oberfläche, dann plötzlich, die wurde skulptural und das war mir eine wichtige Arbeit. War eigentlich dieser Übergang dann zu den Staubskulpturen der erste wirkliche Bruch, das hat sich was anderes zu machen? Ja, das hat sich, das hat sich da angelassen, wie ich das Gefühl hatte, das ist der falsche Weg, damit kann ich jetzt nicht mein Leben verbringen, sondern ich muss mich korrigieren. Da sind ja alle abgefallen, da sind Sammler abgefallen, Kuratoren, Galeristen, alle, bis auf die Ursula Grinzinger, die war mir treu und hat mich unterstützt. Die Ausstellung noch finanziell, das war gut. Mhm. Und dann habe ich ja dann am Beginn der 90er kam ich mit den Neuen durch und war schwer, wurde schwer angefeindet, weil es ja so ausgeschaut hat, wie wenn ich mir untreu werde oder wenn ich in irgendeiner Sache untreu wäre. Wobei, es gab immer diese Vergleiche mit Duchamp, was ja durchaus ehrenhaft ist, aber gleichzeitig auch irreführend. Aber war Duchamp ein für dich wichtiger Künstler? Gibt es überhaupt sowas wie Vorbilder, Künstler, die dich besonders interessiert haben? Ja, immer wieder, aber ich im Vorbild in dem Sinn, also ich bin wahnsinnig an Beuys gehangen, das war die Zeit, wo ich studiert habe, da war ich auch in Wien. Das war einer meiner großen Vorbilder, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht, wie ich zum Beispiel begonnen habe, überhaupt mit Kunst zu beschäftigen, hat mich der Surrealismus interessiert. Das ist dann vollkommen verschwunden wieder. Aber ich muss sagen, Duchamp ist wichtig und toll, der hat eine großartige Gedankenleistung vollbracht. Das ist ein großes Werk, aber der Picasso ist mir 100-mal lieber, weil der hat geniale Bilder gemalt. Und das hat wenig mit Denken, sondern da spielt was anderes. Das ist künstlerische Intuition, etwas Nonverbales, was nicht ausdruckbar, nicht erklärbar ist. Der hat diese Kraft gehabt. Und das sieht man immer durch die Kunstgeschichte. Also ich will jetzt den Duchamp nicht schmälern, ein großartiger Mann, ein großartiger Künstler, aber der Duchamp war mir, der Picasso war mir immer lieber. Wenn ich zu den Van Minnitz-Sculptures noch komme, doch etwas in der
Sicht auf sein Werk eine ganz wichtige Sache. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Wie ist das passiert? Kannst du dich noch erinnern? Ja, das war also mit, ich bin draufgekommen, wie ich begonnen habe, mit den Kleidungsstücken zu arbeiten, da habe ich ja immer so Versuche gemacht und habe mich immer gefragt, was ist jetzt, wenn ich zum Beispiel stillstehe, wenn ich mich da hinstelle und ich stehe still, ist das jetzt eine Aktion oder ist es eine Skulptur? Kann das zur Skulptur werden, wenn man steht? Kann eine Handlung zur Skulptur werden, indem man sie verlangsamt? Oder indem man sie so dehnt, dass sie verlangsamt wird. Das waren alles die Untersuchungen damit, mit Masse, Volumen, Oberfläche, Zeit und all das. Und irgendwann kam ich halt dahin, dass ich Pullover genommen habe und Kleidungsstücke, weil die ja in sich zusammengefallen sind und quasi aus einem zweidimensionalen Material bestehen. Aber wenn man sie anzieht, evozieren sie plötzlich Masse, Volumen, Form. Ich habe dann Videos gemacht, wo ich jemand gebeten habe, Pullis anzuziehen, übereinander so viel er anziehen kann. Der ist skulptural angewachsen. Also durch die Multiplizierung der Oberfläche, ähnlich wie beim Farbknödel, wurde das plötzlich Skulptur. Oder ich habe einen Freund gebeten, den Fabio, seine gesamte Garderobe, die er besitzt, auf einmal übereinander anzuziehen. Und der Fabio ist so geworden, der ist also richtig der wurde sozusagen zusehends skulpturaler und am Ende war er eine richtige Skulptur. Ich erinnere mich an der Arbeit, Fabios Schlaf gab es damals. Ja, das gab es auch, Fabio Schlaf auch, Schlafen für zwei Monate. Ich habe nur... Fertig auszuführen, dann gab es Videos, wo ich Leute filme, die in Pullis reinstecken, in Pullis reinsteigen und dann so abstruse, eigenartige Figurationen abgeben. Und die Skulpturen haben nur im Video existiert, nur für 18 Sekunden. Mhm. Also ganz, ganz kurzlebig. Und irgendwann habe ich mir gedacht, diese Kurzlebigkeit fasziniert mich. Die birgt viele Optionen und Möglichkeiten und habe sie dann so bewusst One-Minute-Sculptures, also 1-Minuten-Skulpturen, ist ja nur ein Synonym für kurz. Ja. Ist ja wurscht, ob die 10 Sekunden oder 2 Minuten dauern, genannt, weil ich auch so einen Begriff eines Brands schaffen wollte. Also auch das war wieder Strategie. Also ich musste mir einen Begriff geben, damit man genau weiß, worüber man spricht. Die Hot Chili Red Peppers haben... Red Hot Chili Peppers. Genau. Dankeschön. Ja. Kennst dich aus in Popmusik. Sieht man gleich. Ja. Ja, gut. Die haben jedenfalls ein Cover gemacht, das stark nachempfunden war. Ist das richtig? Nein, die haben kein Cover gemacht, die haben ein Video gemacht. Ein Video gemacht, das nachempfunden war deiner Arbeit. Auch nicht. Nein. Die haben eine Arbeit von dir aufgegriffen. Die haben... Marc Romanek war ein berühmter Video. Direktor, der für Madonna und Michael Jackson und Rolling Stones und alle die Big Stars Musikvideos gemacht hat. Und der ruft bei mir an und sagt, er macht ein Video für die Red Hot Chili Peppers, ob er meine One-Minute-Sculptures verwenden kann. Und ich meine, das war genial, weil es gab einen Vertrag, es gab Geld. Ich durfte also ein bisschen mitbestimmen, nicht sehr viel, aber gut. Und ich habe vor allem eines gemacht, ich habe gesagt, ich möchte gerne, wenn das auf MTV wird, gecredited werden. Ja. Das war nicht üblich, weil wenn man sich erinnert und man hat in den 80ern, 90ern Videos angeschaut auf MTV, da war alles gestohlen. Also die ganzen, da hat man bei den Künstlerideen geerntet. Also alles rauf und runter. Und ich war der Erste, der dann tatsächlich gecredited war. Das hat auf MTV gespielt, mehrere Monate lang. Wir sind immer da hinten gestanden, inspired by the One-Minute Sculptures of Erwin Wurm. Also das war natürlich inspired, ja. Nicht by, sondern inspired. Inspired? Ja. Nein, ich habe es ja nicht. Er hat es ja dann nach den One Minutes gemacht, ja. Wenn wir die jüngere Kunstgeschichte zurückblicken, du hast vorhin nämlich Hermann Nitsche auch erwähnt, die Aktionisten. Die haben sich auch mit, was ist zumindest als stark körperbezogene Kunst, Performance spielt eine Rolle, die Aktion spielt eine Rolle. Aber mit dieser Gruppe hast du nie was am Hut gehabt. Nein, ich schätze die sehr. Ich schätze die alle. Also ich schätze den Hermann Nitsch sehr und den Bruss und die alle. Nur das ist eine vollkommen andere Vorstellung von was Performance ist, weil die waren ähnlich wie die Surrealisten immer an der großen Geste interessiert. Das war sehr theatralisch, war immer der große Auftritt. Und der hat mich nie interessiert. Mich hat das Gegenteil interessiert, das kleine, marginale, gemeine, fiese. Ich habe jetzt zwar auch schon so große Gesten hier und da inzwischen.
ist halt so. Aber im Nachhinein, nach wie vor interessieren mich, darum gibt es ja die One Minutes noch immer, sehr pur und sehr konzentriert, weil mich eben dieses Hinfällige, das Beiläufige, die Poesie des Beiläufigen maßlos interessiert. Und da gibt es eine Qualität in den verschiedenen Richtungen, Verständnis von Welt, Ästhetik und so weiter, die mich fasziniert und darum mache ich das auch. Du hast gerade jetzt das Wort fies auch gesagt, ist ja auch gemein. Vorher wurde ja schon das Zitat von dir erwähnt, Humor ist auch eine Waffe. Die Arbeiten haben natürlich, das ist du hast mal Unsinn, gesagt, das, ich habe sogar das, gesehen. Ja, ich weiß, das habe ich irgendwann gesagt, aber ich habe viel gesagt, was Unsinn ist auch. Es wird furchtbar oft wieder, es wird furchtbar ich weiß nicht, ob es stimmt, ich höre das immer, ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt. Ich habe es gegoogelt, ja. Also es ist inzwischen schon Wirklichkeit im Internet, aber lass mal sein. Trotzdem, man müsste einem auch erlauben, das zurückzunehmen. Ich nehme das jetzt zurück. Nichtsdestotrotz spielt Ironie. Nehmen wir es mal so, eine gewisse Rolle, durchaus auch eine, ist auch durchaus ernsthaft zu verstehen in vielen Fällen. Ja, das Paradoxe ist mir das liebere Wort, weil ich sozusagen auf die Welt schaue, wo vieles möglich ist und aus einer sonderbaren Situation und Positionierung kann man oft andere Dinge erkennen, als wenn man nur drüber lacht, das wird ja, in mein Lachen macht ja hinunter auch, nicht nur wir bauen uns ja auf, wenn wir über jemanden lachen, da wird ja der hinuntergemacht. Ja, darum habe ich ja das zitiert, was du vorher gesagt hast, gemein und fies. Das Gemeine und Fiese ist mir durch ins Ohr aber gegangen. Aber dem auch zu widersprechen, ich habe mich auch immer selber dem ausgeliefert. Absolut, also ich habe mich nie ausgeschlossen. Wenn ich jemanden blöd dargestellt habe, habe ich mich in der nächsten Reihe selbst blöd dargestellt. Selbstporträt mit Gurkha. Also, genau, und also die Möglichkeit aber, sich zu erkennen, über sich selbst lachen zu dürfen und zu können, hat eine Qualität, die fasziniert mich schon auch. Ist nicht immer lustig, aber es geht oft, funktioniert oft ganz gut. Wobei du dich weil es Erkenntniswert hat letztendlich, weil wir uns, wir sind alle, wie viele sind wir jetzt Menschen auf der Welt? 7 Milliarden, 8 Milliarden, weiß ich nicht. Ja. Und wir sind ja 7, 8 Milliarden Individuen und jeder ist sozusagen Zentrum seines Universums. Und das muss man mal aushalten. Ich meine. Da darf ich aber fragen, wie du dann auf eine Gurke kommst. Darf man das im Zusammenhang mit dir selbst? Die Frage passt da jetzt nicht dazu, finde ich. Naja, doch, weil du hast vorher die Gurke erwähnt. Nein, die passt nicht dazu, weil die Gurke ist ja nicht mein Universum, sondern da nein, nein, aber es ist Ausdruck deiner Selbstironie in gewisser Weise. Ja, weil die Gurke natürlich ein Sinnbild eines gewissen männlichen Teiles ist. Und danke, über den mache ich mich auch immer wieder lustig oder das, was damit passiert. Ich kann mich erinnern, mir hat einmal ein alter Herr, der war damals schon 90, hat mir erzählt, der war Polizeiarzt. Ja. Und der hat bis weit über die 80, war noch immer Polizeiarzt, weil er nicht aufhören konnte, weil er gesagt hat, sie glauben ja nicht, was die Männer imstande sind, mit ihrem Dings alles aufzuführen und zu machen. Und es ist unfassbar. Das war für den eine Inspirationsquelle. Fat Car, Fat House, all diese Dinge, da hast du, oder in vielen deiner Arbeiten, ist natürlich auch letztlich ein Anspruch an Gesellschaftskritik. Könntest du vielleicht dazu auch was sagen? Sicher. Ich meine, ich arbeite ja über Themen unserer Zeit, die mich interessieren und faszinieren. Und jeder weiß, die Autos sind wichtig und zentral, weil sie uns fortbewegen. Auf der anderen Seite vergiften sie uns gleichzeitig. Und es ist Liebe, Hass. Wir sind, zumindest die Männer, sind fasziniert von Autos, vielleicht auch einige Frauen. Aber da ist ja auch eine Abhängigkeit, da geht es um so viel, um Symbolik. Also das Fahren ist etwas unglaublich Erotisches auch letztendlich. Und Schönheitskult ist auch ein Thema. Schönheit, Ernährung, Sport, also das sind ja alles Themen, die bei mir immer wieder vorkommen. Das Bild, die Projektionen, Selbstverständnis, Selbstdarstellung und all das kommt immer wieder in meiner Arbeit vor. Und das ist natürlich eine Auseinandersetzung mit der Zeit. Und wenn man ein kritischer Charakter ist, der glaube ich zu sein, dann hat man auch einige Dinge dazu zu sagen, glaube ich. Viele deiner Arbeiten haben im öffentlichen Raum stattgefunden, sind auch im öffentlichen Raum verblieben. Kunst, die in den öffentlichen Raum geht, ist sehr häufig mit Konflikten belastet. Wenn man deine Arbeiten ansieht, hat man aber das Gefühl, du gewinnst die Menschen mit den Arbeiten für dich. Ja, das soll man sich nicht täuschen. Also es gibt einige, die finden das, es gibt immer wieder viele, die finden es gut, es gibt aber auch viele, die finden es nicht gut. Also das ist immer ambivalent. Also ich kann mich erinnern, mich hat jemand einmal beschimpft wegen der One Minutes, hat gesagt, das findet er ganz grauslich, diese One Minutes.
ist okay, das ist seine Vorstellung. Ja, ja. Es hat immer mit dem Erfahrungshorizont zu tun, mit unserer Vergangenheit, mit unserer Geschichte, mit dem, was wir, mit dem Erfahrungs- und Erlebnishorizont zu tun, und jeder sieht das anders und das ist auch okay. Also es ist nicht das Gefühl, dass das wirklich auch im öffentlichen Raum von vielen akzeptiert wird. Nein, viele finden das ganz scheiße. Also in Salzburg die Gurken, da regen sich viele Irre auf. Ja, ist auch okay. Du bist selbst ein sehr kritischer Geist. Wie gehst du mit Kritik um? Also nimmst du Kunstkritik noch wahr? Ärgerst du dich noch? Liest du es überhaupt noch? Ich ärgere mich immer, darum lese ich es nicht mehr. Natürlich. Ich meine, ich bin ein sensibler Mensch und ich bin ja auch empfindlich. Und ich weiß auch um meine Schwächen. Und wenn ich das dann wo lesen muss, freut niemanden. Ärgert mich. Was ich ablehne, sind sozusagen Niedermachen, die nicht aufgrund einer berechtigten Kritik basieren, sondern weil es Lagerdenken gibt und weil die einen finden, das ist grundsätzlich scheiße, was der andere macht oder die andere macht. Das ist eh überall das Gleiche. Das ist in Österreich halt besonders so, wenn man aus dem Land kommt, dann wird man da halt besonders kritisiert. Ist okay, damit kann ich leben. Also das Gefühl auch, dass der Neid angewachsen ist, seit du erfolgreich bist. Ja, das ist eher ein österreichisches Thema, aber darüber braucht man gar nicht reden, weil das ist Standard, das gehört dazu, das muss man halt aushalten. Ich sage mir immer, es läuft so super gut, es geht so gut und das gehört halt irgendwie dazu, ja, weil sonst wäre es ja irgendwie gar zu nett alles. Wir nähern uns langsam, glaube ich, dem Ende unseres Gesprächs und da vielleicht noch eine Frage in Bezug auf deine Arbeit jetzt im Gesamten, hast du sehr viel jetzt, wir haben über einzelne Arbeiten gesprochen, aber wenn du die Quintessenz deiner Arbeit zusammenfassen müsstest, in ein paar Worten, wie würdest du das machen und was geht es dir dem Grunde nach? Ja, das sind die bescheuertsten Fragen, die es gibt. Ich weiß, ja. Was schwierigsten. Sie sind auch schwer zu beantworten, vor allem in einem Satz. Letztendlich geht es um das Verzweifeltsein in der Welt. Wir sind ja marginale Wesen, wir leben auf einem Planeten. Auf dem Planeten, in unserem Volk sind wir schon marginal, also in unserem in europäischen, das was man Völker, wie auch immer man das nennt, mir fällt jetzt kein korrekter Terminus ein, also das sozusagen, diese Gemeinschaft, da sind wir als Einzelne schon marginal. Und dann in der Welt überhaupt und im Universum überhaupt, also. Okay, das ist eine wunderbare Antwort. Aber jetzt frage ich dich, kommen wir vom Universum zurück nach Österreich. Und zwar, du bist ja, und das ist sicher eine bewusste Entscheidung, du bist ja in Österreich geblieben. Du lebst in Wien und auch außerhalb von Wien. Was liebst du hier? Ich frage dich nicht, was dich stört. Und was liebst du hier? Warum bist du gerne noch hier? Ja, ihr könnt ja wirklich wo. Ich habe auch in New York einmal gelebt und in Berlin. Ihr könnt locker woanders leben, aber ich brauche, glaube ich, diesen Wahnsinn hier. Das ist so wie mein Steinbruch. Also, ich werde sehr inspiriert durch die Leute hier und durch das, was so passiert. Und ich brauche das. Das ist meine, da bin ich aufgewachsen und dieser ganze Irrsinn da und auch das Schöne hier, all das zusammen. Weil ich bin auch drauf gekommen, ich spreche an für sich gut Englisch, aber in Amerika ist es so, wenn ich mich dann ausdrücke, ich bin immer eine Millisekunde hinter den anderen her, weil ich sozusagen nicht so schnell den Clou mitkriege oder ich fühle mich immer behindert und gehandicapt. Und bin da vielleicht zu kein neurotisch oder sensibler, oder wie man immer das nennt. Ich bin einfach gerne hier, weil ich brauche hier das alles so. Ich brauche die SPÖ, die FPÖ, die ÖVP. Die Grünen brauche ich auch. Das von dir zu hören. Ich brauche meine Künstlerkollegen. Sonst könntest du dich auch nicht aufregen. Ja? Das wäre ja auch schade. Ja. Na, aber vielleicht jetzt zum Schluss, gibt es noch sowas wie einen großen Traum, was du noch unbedingt machen möchtest? Und gibt es vielleicht auch, du hast in den tollsten Museen ausgestellt, aber gibt es einen Ort, an dem du gerne noch deine Kunst zeigen würdest? Na, ich würde gerne sozusagen das, was ich mir abverlange oder das, was ich glaube, was in meiner Arbeit wichtig ist, Arbeiten machen können, die meinem Qualitätskriterium entsprechen und dass ich einfach weiterarbeiten kann, weil es macht mir unendlich Spaß. Und wo würdest du gerne aufstellen? Ich habe so viele Angebote und so viele. Das halte ich mit einem ganz großen der Kunstgeschichte, mit dem Oskar Kokoschka. Der wurde mal gefragt,
ob es ihm Probleme ist, wo er wo nicht dabei ist und so weiter. Und sagt er ist dankbar für jede Ausstellung, bei der er eingeladen ist. Und wenn er nicht eingeladen ist, ist es auch wurscht. Lieber Erwin, herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen fürs Zuhören. Danke sehr. Fragen gibt es gar nicht. Danke. Aha. Also, okay. Das habe ich nicht erfahren.